Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zeigt sich angesichts der Energiekrise und der Lieferkettenprobleme als weniger widerstandsfähig. Nach einem heute veröffentlichten Bericht des Statistischen Bundesamtes schrumpfte die deutsche Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 0,3%. Im letzten Quartal 2022 betrug der Rückgang 0,5%, trotz eines leichten Anstiegs im Sommer. Als Hauptgrund, der sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt, wird der anhaltende Preisanstieg genannt. Gleichzeitig sinkt die Kaufkraft der Konsumausgaben der Deutschen, sind zu Beginn des Jahres 2023 um 1,2% gesunken. Die Experten sind mit ihren Prognosen für die Zukunft bisher eher vorsichtig. Die massiv gestiegenen Energiepreise haben im Winterhalbjahr ihren Tribut gefordert. Leider ist eine grundlegende Besserung nicht in Sicht, weil nach dem gestrigen Rückgang des IFO-Geschäftsklimas nun alle wichtigen Frühindikatoren im verarbeiteten Gewerbe sinken. Unter der Last der immensen Inflation ist der deutsche Konsument in die Knie gegangen und hat die gesamte Volkswirtschaft mit sich gerissen. Viele Arbeitnehmer gehen davon aus, dass durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen die Preissteigerungen zumindest teilweise kompensiert werden können. Dann sind die Nachholeffekte in der Industrie aufgezehrt und einen Ausgleich für den zu erwartenden, fortgesetzt schwachen privaten Konsum und die angeschlagene Bauwirtschaft gibt es damit nicht mehr. Der Schrumpfkurs der deutschen Wirtschaft wird sich im zweiten Halbjahr vermutlich fortsetzen. Über die Ursachen der wirtschaftlichen Rezession in Deutschland und darüber, wie es weitergehen soll, sprechen wir jetzt live mit dem Wirtschaftsexperten und Makroökonomen aus der brasilianischen Bundesuniversität von Sergipe, Anthony Müller. Herzlich willkommen, Herr Müller. Hallo, guten Tag. Die deutsche Wirtschaft ist nun doch in eine Rezession gerutscht. Bedeutet dies, dass ein Aufschwung nicht mehr in Sicht ist? Was meinen Sie dazu? Ja, es war vorherzusehen. Es ist so gekommen, wie man wohl vermuten musste, dass es eine sogenannte Stagflation ergeben würde. Dieses Zusammenspiel von einer wirtschaftlichen Rezession und der Inflation ist in etwa eines der schlimmsten Konstellationen, die einer Wirtschaft widerfahren kann. Und sie ist vor allem deshalb so gravierend, weil es eben genau schwer ist, sehr schwer ist, aus so einer Situation wieder herauszufinden, weil wir ja gleichsam von zwei Seiten bedroht werden. Die wirtschaftliche Aktivität auf der einen Seite natürlich durch die Inflation, die auf den Konsum sich negativ auswirkt, und auf der anderen Seite, was natürlich genauso wichtig ist, langfristig auf die Investitionsbereitschaft. Das heißt, wir werden jetzt erleben müssen, leider, dass sowohl die Investitionsbereitschaft zurückgeht als auch die Konsumneigung, während aufgrund des Geldüberhangs und der Staatsausgaben die Inflation wohl noch weiter anhält. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den ersten Rückgang des IFO-Barometers nach 6 aufeinander folgenden Anstiegen? Nun ja, auch das mag wenig verwundern. Die Erwartungen werden ja von einem gesamten Umfeld geprägt. Dazu gehören nicht nur die wirtschaftlichen Rohdaten, sondern auch das politische Umfeld. Und man kann ja mit allem Respekt sagen, oder muss man leider sagen, dass die gegenwärtige Regierung eigentlich keine positive Ausstrahlung bringt. Das heißt, von dieser Seite ist eigentlich nichts zu erwarten, auch in Zukunft nicht. Wir stehen gleichsam, Neuwahlen wären gleichsam erforderlich, um aus dem Dilemma herauszukommen. Das heißt, von der Seite können wir nichts erwarten. Dann das weltpolitische Umfeld ist natürlich verheerend. Es drohen ja wirklich stärker zunehmende Konflikte. Und dann natürlich noch die Überreste
die dauerhaften Schäden, die durch die Zerstörung der Lieferketten verursacht wurden und die wiederum auf eine falsche Pandemiepolitik, diese Lockdowns, zurückgehen. Das heißt, wir haben eine gesamtpolitische und gesamtwirtschaftliche Eintrübung des Klimas, was natürlich zu einer Investitionszurückhaltung führt. Droht nun infolgedessen eine weitere Insolvenzwelle bei Dienstleistern und im Einzelhandel? Ja, genau, da haben wir ja auch einen Überhang. Diese Insolvenzerklärungen wurden ja ausgesetzt während der Pandemie. Und durch diese Sonderzugaben und dann vor allem auch die extreme Zinspolitik, also extrem niedrige Zinsen durch die Europäische Zentralbank, haben ja zu einer ganzen Reihe von sogenannten Zombie-Unternehmen geführt, also die lebenden Toten. Das sind Unternehmen, die weiter existieren konnten bislang, weil sie Kredite zum Nulltarif aufnehmen konnten. Jetzt haben wir im Zuge der Inflation natürlich, musste die Notenbank eingreifen und die Zinssätze erhöhen. Und das schlägt sich jetzt nieder. Das heißt, wir haben sowohl den Zinseffekt als auch den Überhang als auch die schlechte Konjunktur. Das heißt, es wird zu einer dramatischen Insolvenzwelle kommen. Und was natürlich damit zusammenhängt, und das ist das wirklich Bedrohliche, die Arbeitslosigkeit. Damit verbunden werden natürlich bei jedem Unternehmen, das pleite geht, kommt hinzu, dass Arbeitnehmer entlassen werden. Das heißt, wir werden wohl auch steigende Arbeitslosigkeit erleben müssen. Einige würden sagen, wir rutschen womöglich in eine von den Grünen induzierte Planwirtschaft. Würden Sie dieser Aussage zustimmen? Und welche Konsequenzen könnte Habecks Ablehnung der Marktwirtschaft für uns in Deutschland haben? Ja, man kann fast ironisch sagen, es wäre schön, also mit Ironie, wenn es eine Planwirtschaft wäre. Wir haben aber eine Chaotenwirtschaft. Das heißt, es gibt keinen kohärenten Plan. Es gibt Plänchen, es gibt das, was von den Wirtschaftstheoretikern, vor allem der österreichischen Schule, also immer beklagt wurde. Es gibt, oder auch von der deutschen Ordnungspolitik, es gibt den punktuellen Interventionismus. Und das ist überhaupt das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, denn man weiß ja nicht, was kommt. Das heißt, diese Wärmepumpensache anzusprechen, die kam ja gleichsam überraschend auf die Bevölkerung zu und hat natürlich entsprechende Schockreaktionen ausgelöst. Und kaum ist das vorbei, dann hört man auf einmal von irgendwelchen Eingriffen in die Nahrungsmittel und was man essen darf und was nicht. Das heißt, es ist eine Chaotenpolitik, ein punktueller Interventionismus, der zur Paralyse führt, die zu einer allgemeinen Verunsicherung. Und diese Verunsicherung lähmt die Wirtschaftsaktivität auf der Investitionsseite und auf der Konsumentenseite. Wann können wir mit einer Erholung der Wirtschaft rechnen? Und was müsste dafür geschehen? Welche Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach sinnvoll? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die Tendenz, die besteht, gerade wenn wir eine Stagflation haben, ist, dass sie länger anhält, als man bei einer normalen Rezession erwarten kann, wenn diese Rezession nicht mit Inflation verbunden ist. Denn dann kann man durch irgendwelche Ausgabenmittel, durch Stimulanzen, durch Eingriffe steuerpolitischer Art die Wirtschaft, wie man sagt, wieder ankurbeln. Das ist aber im Moment nicht möglich, weil wir natürlich mit der Inflation immer rechnen müssen, wenn die Staatstätigkeit ausgeweitet wird, sodass man, wie die Erfahrung eben auch zeigt, wenn man einmal in der Stagflation drin ist, diese von sich aus länger wartet. Das heißt,
um es auszudrücken, ganz in diesem Sinne. Man kann nur auf die sogenannten Selbstheilungskräfte der Wirtschaft setzen. Es wäre jetzt wirklich fatal, wenn man jetzt fordern würde, dass die Notenbank etwas tun müsste, also die Zinsen senken, weil dann hätten wir ja das Inflationsbild, oder dass der Staat mehr ausgeben müsste, dann haben wir natürlich das Defizitproblem und das Schuldenproblem. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Selbstheilungskräfte setzen, wie ein Patient, der einfach jetzt mal darauf warten muss, dass, wenn keine weiteren Eingriffe erfolgen, die Erholung von selbst einsetzt. Und dazu ist natürlich gleichsam natürlich eine Art Ruhepause der Wirtschaft nötig. Und das ist natürlich das Problem, ob das politisch so aufrechterhalten kann, ob gleichsam die Bevölkerung da mitspielt, weil es eben auch zur Arbeitslosigkeit kommen wird. Also mit einem Wort, wir uns stehen turbulente Zeiten bevor. Sagt der Wirtschaftsexperte Anthony Müller. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich danke vielmals. Vielen Dank.